Shalom Freunde, da ihr in der VAG-Hierarchie ganz oben angesiedelt seid und eure Eltern keine Zwillinge sind, geht es weiter mit Audis im Jahre 2024 für den Methadon-Michel. Sicher gibt es noch Bentley und Lamborghini, aber die haben am Ende auch nur VW-Teile drinnen und Audi-Fahrer haben den markanteren Ruf dank ihrer Fahrweise. Audis sind dafür bekannt, zuverlässig und sportlich zu sein sowie schick auszusehen, also das komplette Gegenteil von den Besitzern, die ehrenamtlich Schatten spenden. Audi ist eines der wenigen Dinge, die Audi-Fahrer kennen, neben dem auswendig gelernten McDonald's-Menü, da das Symbol an ihr Lieblingsspielzeug erinnert. Audi-Fahrer gelten ebenfalls als asozial im Straßenverkehr wie BMW-Fahrer. Was also genug Grund ist, um heute in Erfahrung zu bringen, was man für 20 Mille so kriegt, das einem nicht sofort auseinanderfliegt und mehr Freude im Leben bereitet als die eigenen Kinder. Das ist jetzt nicht besonders schwer, aber like daher das Video und aktiviert die Glocke, um weitere Eloquenz auf Automobilbasis über euch ergehen zu lassen. Wir fangen an mit dem Audi A7 C7. Viele VW-Passat-Fahrer meinen zwar, dass der A6, worauf der A7 basiert, die gleiche Basis hat wie ein Passat, aber das ist so falsch wie ihre körperliche Beziehung zur Schwester. Der A7 wird nach dem MLB-Baukastensystem zusammengeklebt und der Passat nach dem des MQB, sprich wie Golf etc. Ergo ist man was Besseres im A7, was man auch sofort den anderen spüren lassen muss. Dieses Modell ist sehr wertstabil, da die Trans-Coupé-Limousine großen Anklang findet in der Menschheit. Er sieht super aus und ist auch solide. Wer hätte gedacht, das Aussehen zählt in der heutigen Gesellschaft. Man muss hier also normalerweise nicht alle zwei Wochen zur gierigen Behindertenwerkstatt gehen. Ein paar nervige Angewohnheiten hat er aber dennoch. Aber die gibt es im separaten Video zum A7. Tatsächlich sind die A7 Modelle seit dem letzten Video damals nicht günstiger geworden. Sie gehen bei unter 13.000 Euro schon los. Günstiger werden die wohl nicht mehr. Daher kann man genauso gut einen kaufen. Das Angebot ist nur etwas begrenzt geworden. Mehr Kilometer in Kauf nehmen wäre dann tatsächlich nicht so verkehrt, da der 3.0 BTDI Motor sowie der Kompressor aufgeladene 3.0 TFSI Benziner Dauerläufer sind. Für Modelle ohne viele gefahrene Kilometer fällt auf einmal der Wertverlust aus wegen Regen. In beiden Fällen hat man so oder so Probleme mit der Verkorkung der Motoren. Und wenn nicht, dann macht sich der Longlife-Ölwechselintervall bemerkbar, da euch die Steuerketten um die Ohren fliegen werden. Wenn ihr das wolltet, dann hättet ihr auch einen Golf nehmen können, wie der durchschnittliche Dorfstrolch mit Vaterkomplexen. Da Audi mit BMW-Menschen am selben Ufer spielen, muss man sich in Acht nehmen vor Fahrzeugen, die ein volles Checkheft vorzeigen. Es kann zwar ausgefüllt sein, aber wenn sie in der ganzen Zeit fünfmal das Öl gewechselt haben, zählt das nicht. Ein A7 ist meiner Meinung nach der perfekte Allrounder, der mit 20 Zoll Rotorfelgen und S-Line super aussieht und Platz für eure geplatzten Gummis bietet, weil ihr so nett wart und deren Mutter nicht sofort geghostet habt nach der tollen Nachricht. Wir lernen also daraus, dass der A7 super ist und für wenig Glitches bekannt ist. Ebenfalls weniger Glitches hat man mit dem Sponsor des heutigen Videos AG1 von Athletic Greens. Da ich euch nicht wie andere Influencer belügen muss, kann ich euch sagen, dass meine erste Bestellung 2 Jahre her ist und ich seitdem das Ganze benutze. Das war bevor ich das Produkt überhaupt auf dem Kanal beworben habe. Da ich ein angehender Boomer bin und seit diversen Jahren 21 bin, geht das Thema Gesundheit nicht spurlos an mir vorbei. Daher wollte ich präventiv dagegen mal was machen. Machen wir uns nichts vor, die wenigsten von uns ernähren sich aktiv gesund. Es mangelt also vielen an Nährstoffen. Hier kommt AG1 ins Spiel. Statt wie so ein Junkie Pillen zu nehmen, die nichts bringen, liefert AG1 mir mein tägliches Nährstofffundament. Es ist hochwertig verarbeitet und liefert viele leicht absorbierbare Vitamine und Mineralstoffe, die essentiell für uns Menschen sind. Es ist ganz einfach in die Routine implementierbar. Ich stehe zum Beispiel morgens auf, gehe ins Bad, mach mein Ding und bereite mein AG1 vor. Shaker vom Vortag rausholen, AG1 reintun, Vitamin D und K2 darf auch nicht fehlen, Wasser, ich tue da dann auch nochmal einen Schuss Zitrone oder Limette rein, schütteln und trinken. Damit habe ich mir einen guten Nudelstern verdient, weil ich ganz einfach meinem Körper unter die Arme gegriffen habe. Ich brauche seit einer Weile sogar noch nicht einmal mehr Kaffee, um einigermaßen wach zu werden, weil das meinen Energie- und Stoffwechsel ankurbelt. Meine Freundin trinkt auch AG1 täglich und merkt einen deutlichen Unterschied beim Thema Haare und Nägel. Die haben sich dank des enthaltenen Biotin, Zinks, Vitamin C und Selens enorm verbessert. Geheimratsecken im Nacken werden zwar dadurch nicht verschwinden, aber immerhin kann man dem entgegenwirken. Aktuell gibt es ein besonderes Angebot für euch. Auf drinkag1.com/gperformance kriegt ihr beim Abschluss des monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 plus K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von über 40 Euro gratis noch dazu. Unterstützt auch eure Gesundheit, um nicht von euren Enkeln im Boomer-Alter weggeworfen zu werden, so wie manch andere. Weiter geht es mit dem A4 der Generation B9. Nicht meine erste Wahl für das Geld, aber wohl nicht umsonst so beliebt beim Volke. Die meisten erfreuen sich über die 190 PS, die der 2.0 TFSI liefert. Zwar ist dieser Motor bekannt für Analherpes, aber hier handelt es sich um die dritte Generation des EA888er Motors. Die zweite Generation bis 2012 war nur nahezu unbrauchbar. Viele der Vergangenheit wurden hier ausgebessert. Es gibt neue Kolben und verbesserte Ölabschleifringe, was nicht zu einem vorzeitigen
niedrigen Ölverbrauch kam, was langfristig zu einem Kolbenkipper resultierte. Sogar die Steuerkette ist etwas dicker geworden und anders konstruiert. Ewig halten die Steuerketten aber trotzdem nicht. Weiterhin unabdingbar ist hier die Umstellung auf Festintervall statt Longlife-Ölintervall. Damit hat man dann weniger Probleme. Das Gute ist hier, dass es noch keinen OPF gibt, der das Auto so künstlich klingen lässt, wie 80% der Social Media Menschen aussehen. Ihr solltet mir daher auf Instagram folgen, weil ich so tolle Witze in meine Stories raushaue, was eigentlich nur Tuning-Fails sind. Im Gegensatz zum Golf kann man mit seinem Auto angeben, dass der Innenraum am Q7 angelehnt ist. Ab ca. 18.000 kann man mit einem A4 rechnen, der nicht viel gelaufen hat, aber besser ist als ein Golf. Wenn man auf Nummer sicher gehen möchte und einem die 190 PS zu viel sind, kann man auf den 1.4 TFSI zurückgreifen. Das ist der NPC-Motor des Jahrtausends. Er ist sehr sparsam und anders als vorher mit einem Zahnriemen ausgestattet. Vorher lenkten sich die Steuerketten wie am Fließband. Die zweite Generation des A5 gibt es zwar nicht ganz so für das Geld, aber dafür gibt es den Vorgänger als Facelift. Der tut es eigentlich fast genauso gut, weil er nämlich in der S5-Variante kommt mit 3 Liter Kompressor V6. Der A5 ist in Wahrheit auch nur ein A4, aber ein schöner. Für ca. 20 bekommt man ein 10 Jahre altes Auto, das schlecht gealtert ist. Diesen Motor kriegt man optional auch etwas schwächer im vorhin erwähnten A7. Hier haben wir über 333 PS, die sich leicht vermehren lassen, auf über 400 PS mit kleinerem Pulli und einer Softwareanpassung. Wer ein anderes Verständnis von TÜV oder Gesetze hat, der kann auch Richtung 500 PS gehen mit Fummeleien an der Abgasanlage und dem Katalysator. Während Golfmenschen ihre ganze Rente frühzeitig aufbrauchen müssen für diese Leistung, könnt ihr das für recht wenig hinkriegen und seht dabei deutlich besser sowie seriöser aus. Euch ist dann sogar der Weg erspart in teure Tuning-Werkstätte wie Eichel Tuning oder Puperzen Performance. Ihr seht also, dass ihr nur Jeep Performance braucht. Abonniert daher und aktiviert die Glocke. Seid gefälligst nicht so undankbar. Der S5 ist der Teil der Evolutionstheorie, der nach vorne geht, was vermutlich am nicht kreisförmigen Stammbaum liegt. Beim S5 hat man sogar so viel Auswahl, dass man ein Cabrio, Coupé oder Sportback auswählen kann. Letzteres sieht nun nicht sehr gelungen aus. Auch hier ist weiterhin das Problem die Verkorkung und der Longlife-Ölintervall. Sogar die Amis kriegen mit diesem Motor sehr hohe Kilometerstände hin. Warum dann nicht auch ihr? Der S5 ist daher gut, weil ihr nicht sofort diese "Hey, ich bin vom Dorf"-Attitüde versprüht. Durch seine Sportlichkeit seid ihr der Dorf-Sheriff mit Style in eurem 50-Seelendorf. Fast jeder zweite Mensch möchte einen SUV. Nicht um Offroad zu fahren, sondern weil man höher sitzt oder einfach Dicke super findet, was ich irgendwie respektieren kann. Audi bietet in diesem Segment die wahrscheinlich beste SUV-Alternative, den Q7 mit dem 4.2 TDI-Motor. Der Q7 ist so fett, dass 7 Personen darin Platz haben oder umgerechnet ein Familienmitglied pro Sitzreihe in Amerika. Ein SUV von Audi hat das Phänomen, dass die deutschen Forenboomer das Fahrzeug Q nennen und wahnsinnig zu kichern beginnen bei dem Wortspiel, für das der Rest der Welt sie am liebsten ins Exil schicken möchte für diesen Cringe. Die Plattform ist die gleiche wie bei den anderen beiden Konzern-Chubbies, Porsche Cayenne und Volkswagen Touareg. Alle drei sind made in Bratislava. Die meisten Probleme hat man mit den V-Facelift-Modellen. Elektrikprobleme, Luftfederung, Getriebeprobleme und Ölverlust sind die gängige Praxis hier. Das Facelift lieferte Lösungen für das meiste. Doch das Wichtigste ist der LED-Tagfahrlichtstreifen, was buchstäblich nur ein Strich ist während der Fahrt. So wie die Familienfeier derer, die das Ding Q nennen und Q-Folie rauftun. Der erwähnte 4.2 TDI-Motor ist ein 4,1 Liter V8 Biturbo Diesel, der sehr solide ist. Sein einziges Kryptonit ist Kurzstrecke und Ossis, die keine Körperhygiene kennen. Neben den typischen Dieselschwächen wie AGR, DPF und Verkorkung hat man dank der hohen Laufleistungen vielleicht noch mit Undichtigkeiten und dem Turbo zu kämpfen. Diese Motoren haben eigentlich immer viel gelaufen, da das die besten Langstreckenmotoren sind, die je produziert wurden. Daher sollte man nicht abgeschreckt sein, da dieser Motor für deutlich mehr Kilometer zu haben ist und neben dem 1.9 TDI der beste Dieselmotor ist, der je gebaut wurde. Wenn ihr zu denen gehört, die ein Auto mit Platz benötigen, aber kein SUV wollen, obwohl er genau das hat, dann findet ihr sicher einen Kombi geil aus genau diesen mysteriösen Gründen. Es hat mich etwas überrascht, dass dieses Babyboomer-Dadmobil so günstig ist, da es sehr modern aussieht und flott ist. Der A6 C7 mit Biturbo 3 Liter Dieselmotor ist ebenfalls noch zu haben mit relativ wenig Kilometern für das Geld. Erste 313 PS Diesel starten schon bei unter 13.000 Euro, allerdings mit etwas mehr Kilometern. Da das der gleiche 3.0 TDI ist wie im Vorgängermodell auch, sollten hohe Kilometerstände sein geringstes Problem darstellen. Es werden eher die Besitzer sein, die mal wieder Longlife-Ölintervalle versuchen einzuhalten, so wie ihre Körperhygiene auch, was eben nicht immer klappt. Die Begründung dafür ist meist, der Hersteller gibt es so vor, das wird so gemacht. Am Ende wird sich gewundert, warum das Ding eine gelenkte Steuerkette hat und die Audi-Werkstatt sich einen nassen Slip ablacht. Im Prinzip hat man die gleichen Probleme wie bei jedem anderen 3.0 TDI von Audi auch. Neben den normalen Dieselsachen wie Verkorkung, DPF und AGR werden euch im schlimmsten Fall die Injektoren, Turbos und Kühlerflöten gehen. Das ist aber nur in Extremfällen und mit vielen Kilometern der Fall, wo das Fahrzeug nicht gepflegt wurde. Grundsätzlich ist der A6 solide, aber manchmal kam es gerne
einer zu Wassereinbruch im Fußraum, wo dann mit meinem Glück die Elektrik darunter leidet. Wer im Balkan angeben möchte, dass er es geschafft hat, obwohl er noch dort in einer Lehmhütte wohnt, ist mit dem Audi A8 D4 bestens bedient. Der A8 ist Audi Super Cockring. Ein Diesel ist auch hier wieder empfehlenswert, da in Deutschland lieber zu genau diesen gegriffen wird. Die A8 Modelle von Audi sind als Dauerläufer bekannt, speziell mit einem Dieselmotor. Das einzig teure wird hier mal das Luftfahrwerk sein, da das nicht ewig hält und die Anzeigen, die ihr sammelt, aufgrund von rücksichtslosem Fahren ohne Bedeckung. Auch hier hat man wieder die Wahl zwischen dem 3.0 und 4.2 TDI mit V8 Biturbo Motor. Dieser leistet sogar noch mehr Leistung als der MQ7. Anders als im Vorgänger, dem D3, kommt man sich hier nicht mehr vor wie in einem besseren Passat, da hier on point gearbeitet wurde. Die Form des A8 erinnert einen ein wenig an Merkels Frisur, aber wer wenig Vorstellungskraft besitzt, ist hier bestens aufgehoben. Probleme des A8 D4 waren damals eine Lücke zwischen Windschutzscheibe und Dach. Das bemerkt man spätestens bei der Waschstraße. Einige schielende Geister haben das gefixt, indem sie eine Silikonversiegelung vom Bau geklaut haben und draufschmierten aufs Oberklasseauto. Es ist nur pfusch, wenn es nicht funktioniert. Die Alternative wäre gewesen, die Scheibe auszutauschen und dafür Geld auszugeben, ist unnötig, wenn es auch ohne geht. Hier widersprechen nur Familienväter, die damals besoffen waren bei der Zeugung ihrer Kinder, da sie dasselbe gesagt haben. Vorausgesetzt, sie waren natürlich dabei. Das Schiebedach kann unter Umständen auch Wasser reinlassen, was ebenfalls sehr teuer zu beheben ist. Ansonsten wird man eher mit Verschleißteile und dem Fahrwerk monetär beschäftigt sein. Diese Art von käuflicher Liebe kann ab ca. 13.000 Euro euer sein. 17.000 bis 20.000 auszugeben macht da mehr Sinn. Wichtig sind hier nicht die Kilometer, sondern ein gepflegter Zustand. Wenn euch jemals was im Leben gefallen hat, dann liked das Video und abonniert den Kanal. Wer die Glocke nicht aktiviert hat, geht auf Opel Treffs. Teilt das Wort mit den Leuten, die vorgeben, eure Freunde zu sein und dabei lügen. Tschüss.